Check gerne in der Beschreibung Instagram und Twitter, meine neuen Merch und natürlich MMOGA für Points und Game Keys aus. Mit allen Links unterstützt ihr mich. Vielen, vielen Dank dafür. Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, und zwar heute mit einem neuen, in Anführungsstrichen, Experiment, denn ich versuche mit den verschiedensten Vereinen so viele Champions League Titel wie möglich in Folge zu holen. Ich habe mir jetzt dafür einfach mal ausgesucht, dass wir mit Real Madrid rein starten, denn ich denke, damit haben wir eine der stärksten Mannschaften, die es in FIFA gibt. Und wir werden nach jedem Jahr den Verein wechseln, so lange, wie wir wirklich den Champions League Titel holen. Das bedeutet, entweder schaffen wir es wirklich direkt in der ersten Saison nicht mit Real Madrid, denn ist das Ganze komplett gescheitert. Oder wir schaffen es natürlich jetzt mit Real Madrid, wechseln dann. Wir müssen dann natürlich schauen, was für Jobangebote in dem Fall dann da sein werden. Jetzt werden keine da sein, ist klar. Aber am Saisonende sollten dann welche da sein. Wechseln dann zu dem Verein, von dem wir Jobangebote kriegen. Müssen den dann halt wieder zum Champions League Titel führen. Entweder klappt das Ganze oder das Ganze ist gescheitert. Liegt natürlich dann auch immer dran, von wem kriegen wir Jobangebote. Wenn wir Jobangebote von Mainz, Wolfsburg, Köln und dem HSV kriegen, dann wird es wahrscheinlich nichts. Aber sollten wir Jobangebote von Barcelona, PSG, Manchester City und Co. bekommen, dann könnte das Ganze natürlich was werden. Da müssen wir ein bisschen drauf hoffen. Und dann bin ich einfach mal gespannt, wie oft ich in Folge es schaffe, den Champions League Titel zu holen. Mein Ziel wäre 5. Es ist sehr, sehr schwierig. Ihr könnt mir gerne mal eure Tipps in die Kommentare schreiben. Was glaubt ihr, wie häufig klappt das? Wir werden wie immer alles simulieren. Das heißt, da ist auch immer noch ein bisschen Glück dabei. Außer das Champions League Finale, das werde ich spielen. Aber es ist halt auch noch sehr, sehr viel Glück bei, je nachdem, ob wir ins Finale kommen oder nicht. Dafür brauchen wir, wie gesagt, den besten Kader. Wir starten rein mit Real Madrid. Und ja, wir werden uns erstmal wohl um eine Torwartposition kümmern und um die Stürmerposition. Das sind so für mich die wichtigsten Positionen, die wir neu einkleiden müssen. Und wir haben ein Transferbudget insgesamt von 134 Millionen. Das geht auch in Ordnung. Wir starten rein in das Experiment im ersten Jahr mit Real Madrid. Und dann bin ich gespannt, wie weit wir kommen werden. Und da wir uns wahrscheinlich nur eine Person holen können, die uns wirklich auf Weltklasse-Niveau verstärkt, habe ich mich dann für den Torwart entschieden. Lewandowski hat auch nicht ganz geklappt, die wollten viel zu viel Geld haben. Deswegen haben wir jetzt De Gea, damit einen der besten Torhüter im Spiel, wenn nicht sogar den besten, 91er Gesamtstärke. Der kommt natürlich auch direkt in die erste Mannschaft rein, Navas rutscht dafür auf die Bank. Und dann sieht das Ganze jetzt so aus. Ich denke auch, dass wir so reinstarten werden. Vielleicht im Winter nochmal jemanden ablösefrei holen. Je nachdem, wie es uns dort möglich ist. Außer natürlich, uns verlässt jetzt noch der ein oder andere Spieler. Ansonsten können wir nicht mehr groß auf dem Transfermarkt zuschlagen. Zwei Spieler verlassen dann unseren Verein. Das ist einmal Luka Modric. Dieser wechselt für 91 Millionen Richtung Manchester. Und der zweite ist Lucas Vazquez. Dieser wechselt zu Tottenham für 45 Millionen. Nach dem Abgang von Modric mussten wir uns dann natürlich wieder im ZM-Bereich verstärken, haben jetzt auch einen Spieler gefunden, und zwar wird unser neuer ZM neben Kroos und Casemiro N'Golo Kanté, und ich denke, mit dem kann man auf jeden Fall arbeiten. Ansonsten hätten wir auch noch einen Asensio, der glaube ich auch noch im ZM spielen kann. Wo haben wir ihn jetzt? Wo haben wir ihn jetzt? Wo haben wir ihn jetzt? Hier, ich glaube, er kann auch ZM bzw. ZOM, und Isco wäre auch noch am Start. Also wir sind nicht so dünn aufgestellt. Unsere beiden Innenverteidiger sind verletzt. Das muss man auch mal hinkriegen. Das ist sehr, sehr stark. Trotzdem ist das jetzt der finale Kader, mit dem wir in die Saison reinstarten. Ich glaube, Ronaldo ist jetzt schon um eine Runde gegangen. Also das ist schon mal ein guter Start. Wir sehen uns erstmal in der Winterpause wieder. Und ich überlege gerade, habe ich den internationalen Wettbewerb angeschaltet? Bitte, bitte, bitte. Sonst wäre das Ganze ganz dumm. Ein Glück, wir haben ihn angeschaltet. Ich dachte gerade echt, ich habe das Ganze vergessen, weil ich das gestern schon eingestellt hatte. Es ist aber angeschaltet, und somit gehen wir jetzt rüber in die Winterpause. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns in der Gruppenphase durchsetzen können. Ich sehe jetzt derzeit als stärksten Gegner Napoli, aber die sollten wir auch schlagen können. Also, wir sind jetzt in der Winterpause und ich bin gespannt, ob wir vielleicht schon direkt in der ersten Saison failen. Wir schauen uns die Tabellen natürlich an. Erstmal Copa de España sind wir noch drin, Supercopa haben wir gewonnen. Liga ganz vorne vorm FC Barcelona, allerdings nur ein Punkt. Danach ist eine große Lücke, 12 Punkte Differenz zwischen 2 und 3. Atletico Madrid kommt dann hinter dem FC Barcelona. Und jetzt kommt das Wichtigste, bitte lasst uns in der Champions League drin sein. Wir sind nur weiter als Gruppenzweiter. Das ist schon mal eine kleine Überraschung. Mal schauen, wie wir
Da stehen wir stehen hinter Neapel, sag ich. Sonst würde mich das Ganze wundern. Ja, tatsächlich hinter Neapel. Zweimal verloren, viermal gewonnen. Neapel fünfmal gewonnen, einmal nur verloren. Uiuiui. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass wir nur als Gruppenzweiter weiterkommen. Gegen wen müssen wir denn jetzt ran? Das möchte ich mir noch mal ganz gerne anschauen, denn das habe ich gerade eben auch so ein wenig übersehen. Wir müssen ran gegen Tottenham und wir wissen, Tottenham ist nicht schlecht. Und ich habe jetzt echt Angst, dass das Ganze direkt schon nach dem ersten Game vorbei ist. Was mir auch gerade auffällt, ich habe ja gesagt, vielleicht holen wir noch im Winter welche per Vorvertrag. Aber was bringt uns das eigentlich? Die kommen dann im Sommer und selbst wenn wir den Champions League Titel holen, müssen wir uns dann einem neuen Verein anschließen. Das heißt, Vorverträge können wir komplett knicken, die müssen wir gar nicht angehen. Aber wir haben ein Transferbudget von 150 Millionen mal wieder und vielleicht können wir uns da einen stärkeren Spieler holen als Benzema derzeit im Sturm. Ich denke, das sollte definitiv möglich sein. Für die Sturmposition haben wir dann einen neuen Kandidaten gefunden und zwar Antoine Griezmann, der unglaublich polyvalent einsetzbar ist, kann auf der Stürmerposition spielen im rechten Bereich sowie im linken Bereich. 89er Gesamtrating, damit 4 Punkte besser als Benzema. Kommt natürlich auch direkt in die erste Elf, die sieht jetzt so aus und what the fuck, uns hat unser Innenverteidiger verlassen. Ramos, wo bist du hin? Der muss per Ausstiegsklausel gegangen sein. Ich habe es nicht mal ansatzweise gecheckt. Und das Problem ist, uns fehlt jetzt ein guter Innenverteidiger. Unser Bester. Wo ist der denn hingewechselt? Das muss denn kurz am Ende der letzten Transferphase gewesen sein. Per Ausstiegsklausel, da ich die hier nicht alle rausgekauft habe, weil das einfach viel zu viel Transfervolumen frisst und wir nur eine Saison da sind. Und er ist zu Chelsea gegangen. Wir müssen jetzt am besten irgendeinen alten Innenverteidiger bekommen, der nicht so teuer ist. Bonucci ist gerade gewechselt, das ist das Problem. Der wäre sonst ideal kürzlich gekommen. Oh meine Güte, das ist jetzt natürlich alles andere als perfekt. Und wir haben nur 10 Millionen. Wir haben es jetzt aber tatsächlich geschafft. Wir stehen im Finale der Champions League, konnten uns souverän durch die K.O.-Phase durchboxen. In der Liga sieht es auch sehr, sehr souverän aus. Da sind wir 5 Punkte vorm FC Barcelona, dazu noch weniger Spiele. Also ich denke, da wird nichts mehr anbrennen im Finale der Champions League. Geht es dann ran gegen einen Liga-Konkurrenten, gegen Atletico Madrid. Und ich kann euch nochmal zeigen, wie die Spiele ausgegangen sind. Gegen Liverpool 1-0 und 1-0. Dann hier gegen Napoli 2-0 und 1-0. Und dann das engste Duell hier gegen Tottenham. Dann haben wir das Hinspiel 3-1 gewonnen und das Rückspiel 2-1 verloren. Aber ja, insgesamt ist die Tordifferenz somit um einen besser. Und damit standen wir da in der nächsten Runde. Jetzt geht es ran ins Finale gegen Atletico Madrid. Und da sehen wir uns dann direkt wieder. Es geht los ins Game mit dieser Aufstellung. Tritt Atletico Madrid an. Oblak im Tor. Rechts Risalko, Fofana, Godin, Felipe Luis davor, Saul, Gabi. Rechts Ayen, Robben, Vitolo. Und im Sturm Diego Costa und my favorite, ja, Fernando Torres. Jeder, der mich schon lange verfolgt, weiß, dass das echt mein Lieblingsspieler ist und auch bleibt. Hat unter anderem heute Geburtstag, wo ich das Ganze aufnehme. Ich weiß nicht, wann das Video für euch online kommt. Wir starten jetzt auf jeden Fall rein in die Partie gegen Atletico Madrid. Ich denke, wir gehen als Favoriten rein. Madrider Derby, let's go. Nein! 1-0, Atletico Madrid geht in Führung. Ich hatte jetzt schon ein paar Chancen, Atletico Madrid auch. Nur ich habe mir gedacht, wenn das Video wirklich über mehrere Jahre geht, ist es nicht so sinnvoll, jede Chance zu zeigen, weil es dann einfach die Spiele sich viel zu lang in die Länge strecken. Deswegen nur die Tore. Hier haben wir das 1-0 für Atletico Madrid. Und ja, sehr, sehr belastend. Wir haben jetzt allerdings noch zum Glück 34 Minuten Zeit, das Ganze zu drehen. Vielleicht jetzt sogar direkt, aber es sind Pässe, da wird einem schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt kommen wir aber trotzdem nochmal ganz gut durch. Bale startet rein, Bale kann schießen und das allerdings nur mit links. Jetzt aber, ja, endlich, 63. Minute, wir gleichen aus. Durch N'Golo Kanté, tatsächlich ein Spieler, den wir zum Verein geholt haben. Der machte den Treffer, kein Stürmer, kein Flügelspieler, sondern dann wirklich ein Mittelfeldspieler, der eigentlich eher defensiv agiert. 1-1, 63. Minute und 27 Minuten noch Zeit, hier das Ganze komplett zu drehen. Mhm.
70. Minute, jetzt fängt hier langsam das Torspektakel an, innerhalb von 14 Minuten. Drei Tore, diesmal leider auf der falschen Seite. Atletico Madrid geht wieder in Führung durch den Treffer von Saúl. Und ja, jetzt müssen wir wieder Gas geben, 20 Minuten noch Zeit. Und ja, es wird, glaube ich, eine richtig spannende Partie nochmal zum Ende. Jetzt aber vielleicht die letzte Chance über Gareth Bale. Der macht das gut, geht da schön in die Mitte. Geht am Verteidiger auch noch vorbei. Am nächsten jetzt ins kurze Eck und der ist es. 90. Minute. Wir dürfen doch nochmal jubeln. Ein Glück, ich dachte schon, wir verhauen das Ganze hier selber. Aber zum Glück nochmal dieser Angriff über Gareth Bale, der den dann mit seinem starken Fuß ins Eck haut. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt erst Saúl mit dem Doppelpack. Oh, was ist denn das jetzt nochmal? Möchten die uns nochmal einen Angriff schenken? Es kommt mir so vor, Antoine Griezmann jetzt auf N'Golo Kanté, der nochmal außen rum. Was ist da los bei Atletico Madrid? 90. Minute, Doppelpack, ich glaub's doch nicht. N'Golo Kanté jetzt auch mit zwei Treffern und wir mit einem Doppeltreffer in der 90. Minute im Champions League-Finale. Was ist denn da jetzt auf einmal bei Atletico Madrid los? Und ich glaube, das wäre es gewesen. Ich denke, das Spiel wird jetzt gleich abgepfiffen und wir gewinnen tatsächlich die Champions League und müssen uns jetzt darum kümmern, zu welchem Verein wir als nächstes gehen. Wir haben jetzt interessante Angebote bekommen, unter anderem von Juventus Turin hatten wir eins, von Bayern. Ich gehe jetzt aber Richtung Premier League tatsächlich und ja, da kommt entweder Manchester City oder Manchester United in Frage. Tottenham und Chelsea lasse ich mal außen vor, auch wenn die gute Kader haben. Gefällt mir das Transferbudget bei den beiden nicht ganz so doll wie bei Manchester City, die unter anderem auch Erster geworden sind, und dazu Manchester United, die Zweiter geworden sind. Ich entscheide mich jetzt aber tatsächlich für Manchester City, da mir da die Spieler noch ein wenig mehr gefallen. Gehen wir jetzt zu Manchester City und das heißt in unserer zweiten Saison, ne, wir haben jetzt erstmal die Jobbewerbung rausgeschickt, aber ich denke mal, sie werden das definitiv annehmen. Und dann geht es in unserer zweiten Saison zu Manchester City nach England. Und dann müssen wir versuchen, Manchester City ebenfalls, ja, sie wollen uns. Und dann müssen wir versuchen, Manchester City ebenfalls zum Champions League-Titel zu führen. Und ich denke, das sollte definitiv möglich sein. Bei Manchester City jetzt habe ich die Problemstellen auch schon direkt gefunden. Einmal natürlich die Linksverteidigerposition und dann eine ZDM-Position. Auf einer Position möchte ich einen komplett neuen Spieler haben und auf der anderen Position einen Spieler, mit dem wir vielleicht schon mal zusammenarbeiten durften. Ihr werdet es gleich sehen. Wir werden jetzt versuchen, beide Spieler zu verpflichten. Der neue erste Spieler ist gekommen, Linksverteidiger Jordi Alba vom FC Barcelona, schließt sich uns an. Linksverteidigerposition war auch mit Abstand die schlechteste. Er ersetzt jetzt Mendy dort und, ja, wo ist er? Modric haben wir auch, sehe ich gerade. Modric, das ist nicht schlecht. Stimmt, den haben wir ja verkauft, aber erstmal suche ich hier Jordi Alba. Hier haben wir ihn und Modric, ist der stark genug, um in die erste Mannschaft zu kommen? Nee, Silva und De Bruyne, das sieht nicht schlecht aus. Wir haben auch noch Gündogan, Gabriel Jesus, wir haben noch Silva. Also wir haben wirklich eine in der Offensive unglaublich starke Mannschaft. Der zweite Spieler ist zwar nicht mein Wunschspieler, das wäre N'Golo Kanté gewesen. Der ist aber erst zu einem Jahr gewechselt. Das heißt, es steht noch, dass ich ihn nicht verpflichten kann. Dafür kommt jetzt Casemiro. Der kommt ebenfalls von unserem Ex-Club und der wird dann hier erstmal Fernandinho ersetzen. Damit sind wir defensiv auch nochmal ein wenig besser abgesichert. Der ist aber anscheinend auch gerade in seinen Länderspielen unterwegs. Was für einen breiten Kader wir einfach haben. Und dann wäre das jetzt der Kader, mit dem wir in die Saison reinstarten. Ich bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher, ob es mit dem Kader, ja, für die Champions League schon reicht. Wir sind mal wieder in der Winterpause angekommen. Trainer-Rating ist nach unten gegangen. Southampton ist erster, Tottenham zweiter, Chelsea dritter. Wir vierter, Punkt gleich mit Manchester United. Lass uns bitte in der Champions League noch drin sein, sonst war es das leider schon. In Saison Nummer 2 bitte, bitte, bitte nicht in der Champions League. Das Ganze verhauen haben wir schon rein in die Champions League und da sind wir noch drin. Sogar als Gruppenerster müssen ran gegen Olympique Marseille. Definitiv eine machbare Aufgabe. 5 Siege, ein Unentschieden, keine einzige Niederlage. Sehr, sehr stark und damit starten wir dann direkt rein in die Rückrunde. Mal sehen, wozu dieser Kader jetzt noch in der Rückrunde in der Lage ist. Silva geht nach unten. Ja, Gündogan auch, Modric auch, Gündogan ist immer noch da unter, das heißt, wir lassen alles dabei und ansonsten sieht der Kader echt stark aus.
Sané mittlerweile auch auf der 86, Sterling 86, wir haben noch Silva auf der 86 und wir haben natürlich hier im Sturm noch ein Gabriel Jesus mit der 87, der hinter Aguero spielt. Also offensiv wie immer alles ideal. Ich nehme euch jetzt ausnahmsweise schon mal im Halbfinale mit rein, denn ich glaube, das Halbfinale wird unser Ende sein. Wir müssen ran gegen Real Madrid, die wir davor trainiert haben, die definitiv den stärkeren Kader haben. Dazu fällt unser bester Spieler aus, De Bruyne. Ich starte jetzt mal nicht mit Fernandinho, sage ich ganz ehrlich, sondern ich möchte da dann ganz gerne mit Gündogan starten. Trotzdem mega belastend, dass De Bruyne überhaupt ausfällt. Fernandinho ist nicht auf der Bank, sondern... Wo haben wir denn Fernandinho? Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Hier unten 81er Gesamtstärke, das Gündogan dann doch nochmal eine Stufe besser. Und irgendwas anderes wollte ich auch noch ändern. Ich wollte hier mit Gabriel Jesus starten und dann Aguero auf die Bank setzen. Und dann starten wir so rein in das Match. Und ich hoffe, wir scheiden jetzt nicht tatsächlich gegen den Verein aus, den wir unglaublich stark gemacht haben, den wir letztes Jahr zur Champions League geführt haben. Denn dann wäre das Ganze zu vorbei nach einem einzigen Titel. Ich möchte ganz gerne mehr Titel mitnehmen als einen einzigen. Gareth Bale mit dem 1:0. Sie haben sich noch Azpilicueta für die Innenverteidigung geholt. Das heißt, da haben sie sich noch weiter verstärkt. Kanté fällt aus. Das ist nicht schlecht. Des Weiteren fehlt auch noch jemand im Mittelfeld. Ich weiß allerdings nicht, wer. Sané mit dem 1:1. Jetzt vielleicht noch den Sieg mitnehmen. Dann wäre im Rückspiel alles wieder möglich. Das wäre echt ein Traum, aber das 1:1 würde ich auch mitnehmen. Wir verlieren aber noch 2:1, das heißt, ich denke, ja, es ist es echt nach einem Jahr gewesen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Ganze nochmal sehen wollt. Ich habe mega Bock da drauf, also es macht eigentlich Spaß. Wir fangen dann mit einer anderen Mannschaft an als Real Madrid, versuchen einfach das zu übertrumpfen. Erstes Jahr Champions League Titel, zweites Jahr Halbfinal aus. Ist, denke ich mal, noch möglich. Also 2-3 Mal hintereinander Champions League Titel, denke ich, ist doch drin. Wir müssen einfach mal schauen. Wir starten jetzt erstmal rein ins Rückspiel. Vielleicht ist hier ja tatsächlich noch was drin, auch wenn ich es nicht glaube, wenn ich ehrlich bin. Aber wir schauen uns das Ganze an. Let's go, wir gehen rein ins Rückspiel. 2 Tore müssen geschossen werden und dann ist das Ganze möglich. Am besten nicht Real Madrid in Führung gehen lassen. Das wäre ein Traum. Oh, Ronaldo 1:0, jetzt brauchen wir sicher 2 Tore, um überhaupt in die Verlängerung zu kommen. Und ja, das wäre es dann wohl gewesen. 50 Minuten schon gespielt. Es bleibt weiterhin beim 2:0. Wir können das Ganze überspringen. Wir verlieren leider insgesamt 4:1. Und damit wäre es das gewesen. Immerhin ein einziges Jahr haben wir geschafft. Schreibt mir gerne, wie gesagt, in die Kommentare, falls ihr sowas noch öfter sehen wollt. Mir bringt das Ganze mega viel Spaß. Und wenn euch das Ganze ebenfalls gefällt, lasst liebend gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht knacken wir die 500 plus Likes, würde mich riesig freuen. Und dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich denke, wir werden das Ganze nochmal machen. Ich denke, den meisten von euch wird das Ganze gefallen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.